Wir machen heute Reliefbilder mit Spachtelmasse und Holz. Ihr braucht dafür unterschiedliche Stärken von Holzplatten oder Holzresten. Das kann von Sperrholz bis Pappelholz und Massivholz sein, das was ihr halt zur Verfügung habt. Ihr braucht Zwingen oder Klemmen. Ihr braucht Holzleim. Spachtel, die ihr auch zur Verfügung habt, genauso vielleicht wie Pinsel. Alte Werkzeuge wie Gabel oder Löffel. Handschuhe, wer gerne möchte. Und natürlich die Spachtelmasse. Und wenn man möchte, auch Backpulver und Acrylfarbe. Als ersten Schritt müsst ihr euch überlegen, welche Platte ihr jetzt als erstes nutzen wollt und später nutzen wollt für dieses Holzrelief, was wir als erstes machen. Dafür eignet sich alles. Also man kann eine dünne Platte nutzen, man kann aber auch eine dickere Platte nutzen und später für die Spachtelmasse ähnlich. Man sollte sich halt jetzt einfach überlegen, was möchte ich als Holzrelief auf die Grundplatte sozusagen auftragen, was für geometrische Form oder auch keine geometrischen Form, je nachdem, wie man gerne auch das aussägen möchte. Ihr könnt Inspiration sammeln im Internet dafür, ihr könnt aber auch freihand etwas machen. Dafür nutzt ihr einfach Bleistift und Lineal. Als nächstes werden die Formen ausgesägt, die man sich vorgezeichnet hat. Wir nutzen hier dafür eine Dekupiersäge, weil wir sie zu Hause hatten. Aber ihr könnt natürlich auch jede andere Säge benutzen, die zu Hause vorhanden sind. Bitte passt einfach nur auf eure Finger auf oder sucht euch bei einem Erwachsenen oder einem Elternteil bitte Hilfe. Macht das nicht alleine. Auch ich habe mir Hilfe gesucht. Danach beginnt die Phase des Überlegens, wo soll was hingeklebt werden. Ich habe relativ lange dafür gebraucht. Ich habe sehr viel rumprobiert, obwohl ich mir vorher schon Gedanken darüber gemacht habe, habe ich die Sachen nochmal immer wieder neu angeordnet, bis ich für mich herausgefunden habe, wie ich mein Holzrelief gestalten möchte. Nehmt euch dafür Zeit, spielt ein bisschen rum mit den Formen, die ihr euch ausgesägt habt und versucht einfach verschiedene Ebenen zu schaffen. Sobald ihr herausgefunden habt, welche Positionen der Holzteile euch gefallen für euer Holzrelief, könnt ihr mit dem Holzkleber die Sachen fixieren, indem ihr einfach den Holzkleber auf die Rückseite verteilt mit einem Spachtel. Ihr braucht nicht so viel davon und könnt dann mit einer Klemme oder mehreren Klemmen die Sachen auf der Grundplatte fixieren. Wenn ihr das nicht alleine könnt, das ist vollkommen in Ordnung, dann sucht euch da auch gerne Hilfe bei einem Erwachsenen oder bei einem Freund oder einer Freundin. Da das auch manchmal ein bisschen schwer zu handeln ist, mit nur zwei Händen. Je nachdem, was für ein Holzleim man benutzt, ist die Trocknungsdauer. Da einfach bitte auf die Verpackungsanweisungen schauen. Meiner war circa nach 30 bis 60 Minuten soweit durchgetrocknet, dass ich weiterarbeiten konnte. Also
einfach in der Zeit einfach aufräumen und die Sachen trocknen lassen. So, jetzt ist es nun trocken gewesen und ich habe mir im Vornherein schon mal Farbe angemischt, eine Mischung aus Acrylfarbe und Backpulver. Das kann man machen, damit man sozusagen ein bisschen mehr Struktur bekommt in der Farbe. Man kann aber auch anstatt Backpulver vielleicht Sand benutzen, den man aus einem Sandkasten mitgenommen hat, damit einfach noch ein bisschen Struktur reinkommt und es nicht komplett glatt ist. Danach habe ich noch mit beigefarbener Farbe nachgearbeitet, weil ich es nicht komplett weiß haben wollte. Man kann auch mehrere Schichten auftragen, wenn man möchte. Und ja, genau. Und sobald das dann trocken ist, ist es fertig. Als nächstes machen wir ein Relief oder mehrere Reliefs mit Spachtelmasse. Dafür habe ich jetzt den Eimer geöffnet mit der Spachtelmasse und trage diese einfach auf meine Holzplatte auf. Es hat sich bei mir angeboten, diese Kuchenform zu nutzen, um die Platte ein bisschen beweglicher zu machen und damit die Masse gleichmäßig zu verteilen. Es gibt diese Spachtelmasse fertig, wie ich sie jetzt gekauft habe, im Eimer. Man kann sie aber auch selber anmischen, je nachdem, wie viel man benutzen möchte. Wie ihr seht, benutze ich die Gabel und den Spachtel, um einfach auszuprobieren, aufzutragen, Muster reinzuziehen oder Strukturen reinzuziehen. Und ja. Genau, das kann jeder individuell gestalten. Man kann da ein bisschen mit experimentieren, sich ausprobieren, je nachdem, was man gerne haben möchte. Man kann mehr oder mal weniger Spachtelmasse auftragen. Das ist jedem selbst überlassen und ja. Wir haben jetzt hier eine dickere Schicht an Spachtelmasse nochmal aufgetragen, um mit dem Löffel, mit der Löffelrückseite, mehr Spachtelmasse abzutragen rückwärts, um mehr Struktur zu bekommen. Als nächstes haben wir uns von dem Spachtel die äußere Kante genommen und haben da einzelne Linien, einzelne Ritze reingeritzt in die Spachtelmasse, um auch hier wieder mehr Struktur reinzuholen. Und wir streifen jedes Mal auch die Seiten mit ab, damit nichts übersteht.
Hier ist eurer Fantasie freien Lauf gelassen an Mustern und Strukturen, die ihr gerne ausprobieren wollt. Also experimentiert einfach mit dem Material, der hier zur Verfügung steht. Sobald ihr mit diesen Spachtelbildern zufrieden seid oder Spachtelreliefbildern, lasst sie bitte trocknen. Je nach Spachtelmasse ist die Trocknungszeit, aber aus Erfahrung kann ich auf jeden Fall davon ausgehen oder könnt ihr davon ausgehen, dass die Bilder mindestens 48 Stunden oder länger brauchen, um wirklich zu trocknen. Bei dem zweiten Bild habe ich eher versucht, durch leichte Bewegungen und organische Bewegungen Bewegung überhaupt ins Bild zu bekommen. Ich habe immer sehr geometrisch gedacht und mit Linien und bin jetzt dann am Ende eigentlich bei diesem Bild bei Schlangenlinien gelandet und habe mich erinnert, wie sich Pflanzen verhalten und habe auch hier wieder die Rückseite des Löffels genutzt und ja,
fand es sehr spannend, das auch so federartig fast schon zu verteilen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und seid jetzt auch alle sehr fleißig und macht Reliefbilder aus Spachtelmasse oder Holz.